Hallo und willkommen zurück zu unserer Reihe Gwentex. Heute mal mit der Fraktion Skellige und zwar stelle ich euch heute mal meinen Schadensdeck aus dieser Fraktion vor. Bitte nicht verwechseln mit meinem Schadensdeck aus der nördlichen Könige-Fraktion. Okay, dann schauen wir doch mal schnell rein, was wir hier für Karten haben. Als erstes haben wir hier mal den Ankret-Plattner, der hat eine Einsatzfähigkeit und zwar erlaubt es dir, euch eine verbündete Einheit um 2 zu verbessern. Ist diese Einheit allerdings beschädigt, könnt ihr sie stattdessen um 4 verbessern. Dann die Karte Ankret Brigant. Der hat eine Einsatzfähigkeit im Nahkampf. Und zwar kann er 3 Schadenspunkte zufällig unter allen gegnerischen Einheiten aufteilen. Als nächstes die Karte Bärenhexer Adept. Und der hat eine Einsatzfähigkeit und eine konstante Fähigkeit. Bei Einsatz fügt er dieser Karte erst einmal 4 Punkte Schaden zu. Allerdings hat er dann auch eine konstante Fähigkeit. Und zwar solange diese Einheit beschädigt ist, heilt sie sich um 1 Punkt am Ende eines Zuges. Wenn sie nicht mehr beschädigt ist, erhält sie stattdessen am Ende eures Zuges 1 Punkt Rüstung. Als nächstes zu der Karte Svalbold-Priester. Das ist sicherlich eine der Standardkarten für Skellige-Fraktionen, denn ich hatte ja schon einmal erwähnt, dass Skellige-Einheiten viele Fähigkeiten erst dann aktivieren, wenn sie zum Beispiel erst selbst beschädigt sind. Und diese Karte ist dafür perfekt. Denn sie fügt am Ende eures Zuges immer der Einheit rechts von ihr 1 Punkt Schaden zu und verbessert sich dann selbst dafür um 2 Punkte. Dann die Karte Gerüsteter Drakar. Die hat auch wieder eine recht interessante Fähigkeit, denn wenn ein gerüsteter Drakar am Ende eines Zuges keine Rüstung mehr besetzt, erhält sie erst einmal 2 Rüstung. Verliert diese Karte ihre Rüstung, also tritt der Effekt ungeschützt ein, verbessert sich diese Karte um 1. Und dann gibt es auch noch die Fähigkeit Blutdurst. Blutdurst gehört zu den speziellen Skellige-Fähigkeiten und Blutdurst funktioniert folgendermaßen. Das bezieht sich immer auf Anzahl beschädigter feindlicher Einheiten. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel Blutdurst 2 haben, dann braucht ihr, um diese Fähigkeit auszulösen, 2 beschädigte gegnerische Einheiten. Und wenn Blutdurst aktiviert ist, dann wird diese Karte sich nicht um 1 verbessern, sondern um 2, wenn sie ihre Rüstung verliert. Dann die Karte Ankret Langschiff, sicherlich auch wieder eine der Standardkarten der Skellige-Fraktion. Denn wenn sie in die Nahkampfreihe gespielt wird, fügt sie von da an jeder Einheit, die euer Gegner ausspielt, 1 Punkt Schaden zu. Als nächstes die Karte Drumund Berserker. Der hat auch eine konstante Fähigkeit, denn er fügt am Ende jedes Zuges sich selbst und einer zufälligen gegnerischen Einheit 1 Punkt Schaden zu. Und wenn Berserker 3 ist, also Berserker ist auch wieder eine spezielle Fähigkeit der Skellige-Fraktion, Berserker bezieht sich darauf, dass die eigene Einheit beschädigt ist. Wenn wir hier zum Beispiel haben Berserker 3, also wenn unser Drummond Berserker nur noch 3 Stärkepunkte hat, dann wird die Berserker-Fähigkeit ausgelöst und die erlaubt es ihm, sich in ein Bärenmonstrum zu verwandeln. Dann als nächstes die Karte Svabold-Kultist. Die hat auch wieder eine interessante konstante Fähigkeit, denn einerseits heilt sie die Einheit links von sich selbst um 1 Punkt und fügt gleichzeitig der Einheit rechts von ihr 1 Punkt Schaden zu. Dann die Karte Türsich-Veteran, die hat eine Einsatzfähigkeit und zwar fügt es sich erst einmal 3 Punkte Schaden zu. Wenn Berserker 2 ausgelöst wird, also das heißt, wenn er nur noch 2 Stärkepunkte hat, dann heilt sich diese Einheit wieder auf 8 Stärkepunkte hoch. Dann die Karte Ankret-Zweihänder, die hat auch wieder eine Einsatzfähigkeit, die ihm erst einmal Schaden zufügt und zwar 6 Punkte. Allerdings hat er auch eine konstante Fähigkeit, denn wann immer eine gegnerische Einheit Schaden bekommt, heilt sich diese Einheit um 1 Punkt. Als nächstes die Alchemiekarte Delirium und die erlaubt es euch 6 Schadenspunkte zufällig zwischen allen Einheiten in einer gegnerischen Reihe aufzuteilen. Dann die Karte Herja Drummond. Und zwar hat die gleich wieder mehrere Eigenschaften. Sie hat erstmal eine Befehlsfähigkeit mit Eifer. Dann hat sie den Statuseffekt Schleier und auch noch eine konstante Fähigkeit. Zu ihrer Befehlsfähigkeit, sie kann 3 Schadenspunkte zufällig unter Einheiten in einer Reihe aufteilen. Und dann hat sie noch eine konstante Fähigkeit, solange ihre Befehlsfähigkeit nicht genutzt wird. Und zwar fügt sie am Ende eines Zuges einer zufälligen gegnerischen Einheit 1 Punkt Schaden zu. Als nächstes die Karte Blaujung-Lugus. Der hat auch eine konstante Fähigkeit, und zwar eine recht interessante. Wann immer er 1 Punkt Schaden erhält, fügt er einer gegnerischen zufällig gewählten Einheit 2 Punkte Schaden zu. Dann die Karte Harald Hundeschnauze. Und zwar hat er erst einmal eine Einsatzfähigkeit, und zwar generiert er 3 Markenkarten Haralds Freunde. Und dann hat er eine Befehlsfähigkeit, mit der er einer verbündeten Einheit 1 Punkt Schaden zufügen kann. Die Befehlsfähigkeit braucht immer eine Runde, um abzuklingen. Zu der Marke Haralds Freunde, das ist eine Todeswunschkarte, und zwar wann immer diese Karte zerstört wird, fügt sie einer zufälligen gegnerischen Einheit 2 Punkte Schaden zu. Dann die Verteidigerkarte Stahlabkommen. Und zwar hat die gleich einmal den Statuseffekt Verteidiger natürlich. Allerdings hat sie auch eine Berserker-Fähigkeit. Und zwar bei Berserker 6, also das heißt, wenn sie nur noch 6 Stärkepunkte oder weniger hat, erhält diese Karte am Ende eines Zuges 1 Punkt Rüstung. Dann die Karte Dagur Doppelklinge. Sicherlich eine der stärksten Karten der Skellige-Fraktion. Denn sie hat eine sehr interessante Fähigkeit, wenn sie im Nahkampf gespielt wird. Denn wann immer von jetzt an eine gegnerische Einheit Schaden erleidet, verbessert sich diese Einheit um 1 Punkt. Dann die Karte Drago-Schildkröte, auch mal wieder eine der Standardkarten, könnte man sagen, für die Skellige-Fraktion. Da sind heute einige dabei. Aber gut, jetzt bleiben wir erstmal wieder hier. Und zwar hat die auch wieder eine recht interessante konstante Fähigkeit. Wann immer nämlich diese Einheit Rüstung verliert, verbessert sie sich um den verlorenen Rüstungswert. Und gleichzeitig hat sie auch noch eine Barrikadenfähigkeit. Das heißt, solange sie über Rüstung verfügt, wird diese Fähigkeit ausgelöst. Und zwar erhält sie damit am Ende eines Zuges 1 Punkt Rüstung. Dann die Karte Wildschwein der See. Und zwar hat die eine interessante Nahkampffähigkeit. Und zwar fügt sie allen geschädigten gegnerischen Einheiten erst einmal 1 Punkt Schaden zu. Und danach fügt sie nochmal allen anderen gegnerischen Einheiten nochmal 1 Punkt Schaden zu.
Als nächstes die Karte Syama. Die hat eine Befehlsfähigkeit und zwar könnt ihr damit die Einsatzfähigkeit der nächsten Einheit, die ihr ausspielt, wiederholen. Und schließlich noch die Zauberkarte Eunoromantie, die es euch erlaubt, eine beliebige Karte aus eurem Deck auszuspielen. Hinzu kommt auch noch, dass diese Karte über den Effekt Echo verfügt, das heißt, nach der Runde bekommt ihr diese Karte wieder zurück. Als taktischen Vorteil haben wir den standardtaktischen Vorteil in diesem Fall, und zwar können wir damit eine verbündete Einheit um 5 verbessern. Okay, zu unserer Anführerfähigkeit. Es ist diesmal die Fähigkeit Bärenritual. Das ist eine Befehlsfähigkeit, die 5 Ladungen hat. Und zwar erlaubt es dir, euch einer verbündeten Einheit einen Punkt Schaden zuzufügen. Wenn ihr alle 5 Ladungen aufgebraucht habt, generiert ihr ein Bärenmonstrum in einer zufällig verbündeten Reihe. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, wie wir uns mit diesem Deck hier schlagen. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, was wir diesmal für einen Gegner haben. Und es ist, oh, auch Skellige. Interessant. Das Zeit kämpfen wir häufiger gegen dieselbe Fraktion. Aber es macht nichts. Okay, seine Anführerfähigkeit erlaubt es ihm, einer Einheit einen Punkt Schaden zuzufügen und sie braucht, glaube ich, 2 Züge, um wieder abzuklingen. Was? Oder? Ja, genau. Jetzt sagt man schon erst einmal nach, was wir hier jetzt für Karten haben möchten. Das ist eigentlich soweit mal nicht schlecht. Dann gehst du den Drakatum mal weg. Die Karte kann erstmal da bleiben. Okay. So, dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Okay, er spielt hier als erstes, ja, Ankret Langschiff. Das heißt, jede Karte, die wir von jetzt an ausspielen, also jede Einheit, nimmt erst einmal einen Punkt Schaden. Okay, Na gut, wir werden es trotzdem den Drum und Berserker hier mal ausspielen. Der fügt sich immer selbst am Ende eines Zuges einen Punkt Schaden zu. Und bei Berserker 3, das heißt, wenn er nur 3 Stärkepunkte hat, verwandelt er sich hier in das Bärenmonstrum. Der Zug lief jetzt zwar nicht ganz so wie geplant, aber es geht auch so. Das fügt uns jetzt hier erst einmal gleich einen Punkt Schaden zu mit seiner Ansturmfähigkeit. Und schauen wir mal, was als nächstes ausspielt. Ah ja, den Ankret Rufer. Der hat eine Blutdurstfähigkeit. Und zwar verbessert sich diese Einheit am Ende eines Zuges dann um 1 Blutdurst 1. Das heißt, wenn wir eine beschädigte Einheit da haben. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich einmal das Delirium ausspielen und dem Ankret Langschiff da 6 Schadenspunkte zufügen. Okay, er spielt Holger Schwarzhand aus. Und er fügt bei Einsatz erst einmal einer gegnerischen Einheit 2 Punkte Schaden zu. Wann immer er dann ein Schiff ausspielt, verbessert sich diese Einheit dann auch noch um 1. Und wann immer er einen Piraten ausspielt, fügt er einer zufälligen gegnerischen Einheit 1 Punkt Schaden zu. Ja, diese Einheit hat aber eine Menge Fähigkeiten. So, wir spielen den Ankret-Briganten aus und er fügt hier mal 3 Schadenspunkte zu, oder verteilt mal 3 Schadenspunkte zufällig. Okay, mal sehen, was er jetzt als nächstes macht. Er spielt Anwalt aus, der bei Einsatz eine beschädigte verbündete Einheit in ein Bärenmonstrum verwandelt. Und er fügt uns mit der Ansturmfähigkeit auch gleich wieder einen Punkt Schaden zu. Deswegen lassen wir es jetzt hier in der ersten Runde einfach mal gut sein. Oh, das hier war eigentlich ein ziemlich klassischer Zug, was Skellige angeht. Habt ihr gesehen, also entweder geht es darum, feindliche Einheiten zu beschädigen, um Fähigkeiten auszulösen, oder sich selbst zu beschädigen, um diese Fähigkeiten auszulösen. Je nachdem, ob es Blutdurst oder Berserker ist. Und so, zwei Ankret Langschiffe brauchen wir jetzt gerade nicht auf der Hand. Zauboldpriester, ja, der schadet schon mal nicht. Und der Ankret-Klattner kommt auch erst einmal weg. Mal sehen, ob er jetzt passt oder vielleicht doch eine Einheit ausspielt. Oder auch zwei, wenn er vielleicht noch 2 loswerden möchte. Mal sehen. Okay, er passt. Dann werden wir jetzt hier einfach mal den Türsech-Veteranen ausspielen. Und die anderen Karten, die wir auf der Hand haben, die passen eigentlich soweit. Also bleiben die einfach mal da. Also für die letzte Runde bräuchten wir für unsere Kombination eigentlich noch ein bisschen andere Karten, aber wir können auch eine andere Kombination mit denen spielen, die wir hier haben. Ist zwar nicht ganz die ich mit dem Deck eigentlich geplant habe, aber es geht auch. So, was wollen wir denn hier los? Größer der Draka kommt mal weg. Ah ja, Dago Doppelklinge, sehr schön. Das ist schon mal gut soweit. Und Ankret Langschiff tun wir auch raus. Beyond Hex Adept auch nicht. Na gut, nicht ganz perfekt, aber man kann nicht alles haben. Na schön, wir werden jetzt hier erst einmal mit unserer Verteidigerkarte anfangen, Stahlabkommen. Und der fügt uns hier erst einmal gleich einen Punkt Schaden zu mit seiner Ansturmfähigkeit. Und was spielt er jetzt aus? Ah, auch Stahlabkommen, okay. Na schön, als nächstes werden wir hier die Karte Herrscher Drummond ausspielen. Die fügt am Ende ihres Zuges immer einer zufälligen feindlichen Einheit einen Punkt Schaden zu. Er spielt den gerüsteten Drakar aus. Jedes Mal, wenn der seine Rüstung verliert, verbessert er sich um einen Punkt. Und wir nehmen jetzt hier als nächstes die Karte Dago Doppelklinge in den Nahkampfball. Jedes Mal, wenn wir jetzt einer feindlichen Einheit Schaden zufügen, verbessert sich Dago um die Schadensmenge. Allerdings, da er bisher nur Rüstungseinheiten ausgespielt hat, hilft uns das noch nicht allzu viel.
Ah, da fügt uns wieder einen Punkt Schaden zu mit der Axt. Und spielt Grässlicher Bär aus. Die hat eine konstante Fähigkeit. Einheiten in dieser und der gegenüberliegenden Reihe können nicht verbessert werden. Das ist ein wenig lästig. Na, schön. Dann müssen wir mal kurz schauen, welche Karte wir jetzt als nächstes ausspielen. Ob wir hier vielleicht irgendwas Hilfreiches aus dem Deck holen. Na, ist momentan nicht wirklich was dabei. Also wenn wir uns einfach mal unsere Strategie hier weiterfahren. Und zwar spielen wir jetzt hier erstmal Blaujung Lugos aus. Der fügt immer einer feindlichen Einheit 2 Punkte Schaden zu, wenn er einen Punkt Schaden erleidet. Na, mal sehen. Okay, er spielt jetzt als nächstes den Svaboldpriester aus. Spielt dann die Kombination, dass er immer dem größten Drakar einen Punkt Schaden zufügt. Und erstmal für einen Schadenspunkt verbessert sich Svaboldpriester um 2 Punkte. Wir werden uns hier mal eine ähnliche Taktik ausspielen. Und zwar spielen wir hier unseren Svaboldpriester aus. Der fügt jetzt Blaujung Lugos immer einen Punkt Schaden zu. Dadurch wird seine Fähigkeit ausgelöst und das Svaboldpriester würde sich doch normalerweise auch verbessern, wenn hier nicht der grässliche Bär in der Reihe wäre. Dann fügt uns wieder einen Punkt Schaden zu. Und spielt als nächstes Donar Anhinder aus, der bei Einsatz seiner gegnerischen Einheit 2 Punkte Schaden zufügt und bei Blutdurst fügt er einer gegnerischen Einheit 4 Punkte Schaden zu, wenn Blutdurst 2 ist, was bei uns ja der Fall ist, wir haben 2 beschädigte Einheiten. Deswegen spielen wir jetzt hier erst einmal Heymay Flaminica aus, die heilt am Ende eines Zuges immer alle Einheiten in dieser Reihe um einen Punkt. Das muss ich sagen, sieht es momentan eigentlich nicht allzu gut für uns aus. Dadurch, dass hier der grässliche Bär ist, sind wir doch sehr im Nachteil. Dem kommen wir gerade schlecht vorbei. Und dadurch funktioniert unsere Verbesserungsstrategie einfach nicht. Aber ich glaube, wir haben momentan auch nichts im Deck, mit dem wir 6 Punkte Schaden zufügen können. Nein, haben wir nicht. Okay. Oh, da hat die ersten eben die Karte Sammelforts Beben ausgespielt. Die fügt allen gegnerischen Einheiten einen Punkt Schaden zu. Das stört uns allerdings nicht weiter. Ah, schön. Als nächstes spielen wir hier den Drummond Berserker aus. Der fügt sich am Ende jedes Zuges selbst einen Punkt Schaden zu und einer gegnerischen Einheit ebenfalls. Allerdings sorgt unsere Heymay Flaminica dafür, dass die Einheiten auch immer wieder geheilt werden. Ah, greift hier wieder unser Stahlabkommen an und spielt jetzt hier Wildschwein der See aus. Der bei Einsatz erst einmal allen Beschädigten und dann allen anderen Einheiten auch einen Punkt Schaden zufügt. Wir holen jetzt hier mal Harald Hundeschnauze her und generieren da unten dreimal Haralds Freund. Ja, unsere Heymay heilt weiter fleißig unsere Einheiten hier. Und wir werden dann wahrscheinlich am Ende auch nochmal selbst Wildschwein der See holen. Weil wir haben inzwischen doch auch einige beschädigte Einheiten auf der feindlichen Seite. Ja, spielt hier Wildkarl aus. Der bei Berserker 2 sich in einen Meister des Svabold verwandelt wird. Das wäre so eine Karte mit 12 Stärkepunkten. Eine ziemlich starke Karte. So, wir spielen hier Svabold-Kultist aus. Die Karte fügt immer der Karte zur Rechten einen Punkt Schaden zu. Dann lösen wir hier 2 von Haralds Freunden mal aus. Fügen dadurch einigen Karten hier auch wieder Schaden zu. Und dann lassen wir es erstmal gut sein. Okay, Meister des Svabold ist jetzt auch da. Ja, aber ich fürchte, wir werden diese Runde verlieren. Dadurch, dass grässlicher Bär hier ist, können wir einfach nicht die Fähigkeit von Dagur Doppelklinge nutzen. Immer eine feindliche Einheit Schaden erleiden würde sich um die Schadensmenge verbessern. Aber jedenfalls unsere Heilungsstrategie funktioniert hier sehr gut. Okay, er spielt Siegfried das Ritual aus und ruft eine skellige Einheit aus dem Friedhof vorbei. Wildschwein der See. Das hat eigentlich noch nicht nochmal seine Fähigkeit benutzt. So, dann werden wir jetzt hier noch ein paar Schadenspunkte austeilen. Nehmen wir hier noch einen Schadenspunkt und hier auch noch einen Schadenspunkt. Die heilen wir sowieso wieder. Und dann holen wir mit Euneromantie hier auch mal Wildschwein der See herbei. Und fügen jeder bestätigten gegnerischen Einheit und jeder anderen gegnerischen Einheit auch nochmal einen Punkt Schaden zu. Okay. Jetzt kommt es darauf an, was er für eine Karte noch auf der Hand hat. Den Meister des Svabold könnte er heilen, wenn er eine verbündete Einheit zerstört mit seiner Befehlsfähigkeit. Aber er braucht noch irgendwas, was er auf der Hand hat, um uns hier zu besiegen. Ja. Und ich meine, der hier wird sich auch nochmal verbessern am Ende des Zuges um 2. Ah, okay. Geralt von Riva. Man könnte einen Einheit mit 9 Stärkepunkten zerstören. Wir haben allerdings hier überhaupt keine davon. Okay, so, dann haben wir gewonnen. Das Deck konnte ich jetzt leider nicht ganz so vorführen, wie ich eigentlich wollte. Allerdings muss ich sagen, diese Heilungstaktik, die ich da angewandt habe, war auch nicht schlecht. Weil wir konnten ja auch ordentlich Schaden aus. Denn wie gesagt, normalerweise geht das zusammen damit, dass ich Hagor Doppelklinge dann jedes Mal auch verbessern würde für jeden Schadenspunkt, den wir austeilen. Aber gut, das hat halt diesmal nicht funktioniert. Aber wir haben trotzdem gewonnen.
Na gut, so, ich hoffe, das hat euch mal einen gewissen Einblick darin gegeben, wie Gwent gespielt wird und vor allen Dingen auch, wie Skellige gespielt. Das ist natürlich auch mal wieder eine völlig andere Taktik. Ich weiß, das sage ich eigentlich bei jedem Deck von jeder Fraktion, aber es ist einfach so bei Gwent. Jede Fraktion braucht einfach auch eine ganz eigene Spielweise und das ist auch immer wichtig, dass man sich erstmal damit vertraut macht, bevor man dann so ein Deck baut. Ich hoffe jedenfalls, dass das Beispiel, das ich euch hier gegeben habe, euch hilft, euer eigenes Deck zusammenzustellen. Nun gut, dieser unwürdige Teichdrache wird sich nun wieder in seine Höhle zurückziehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.